Wir machen weiter. Live auf Twitch, zweiter Stream mit Endzone World Apart. Nachher auch auf YouTube, WB Writing Bull. Heute, vor wenigen Minuten, feierte Endzone World Apart Release. Glückwunsch. Das Spiel war fast ein Jahr lang im Early Access. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war vor ungefähr anderthalb Jahren oder ein Dreivierteljahren. Da konnte ich das Spiel erstmal sehen. Mal verstohlen irgendwo auf einem Laptop geguckt. Ein paar Entwickler, ein paar Leute vom Publisher haben mich umringt. Wir haben die Türen geschlossen. Das war an einem Ort, wo auch Publikum hätte vorbeikommen können. Notebook aufgeklappt, mal reingeschaut und mal kurz angespielt. Dann haben die mir das Spiel gezeigt und haben gesagt, wir haben hier was für dich, guck dir das mal an. Wir haben das schon das Spiel noch nicht announced, noch nicht angekündigt. Und ich fand es auf Anhieb bezaubernd, weil ich sehr gerne privat, noch niemals auf Twitch oder YouTube, Banished gespielt habe und diesen Überlebenslook und das Survival-Feeling umgesetzt in ein Aufbaustrategiespiel. Fand ich cool und auch die sehr realistische Grafik und auch die ganze Form der Inszenierung. Es ist halt echt so atmosphärisch, was ganz Besonderes. Also ich nehme uns das wirklich ab, dass wir ja nicht nur in der Welt sitzen, wo Bits und Bytes verkleidet werden mit irgendwelchen Bildern, die da drauf gepappt werden, mit Texturen und mit Animationen, sondern für mich lebt dieses Spiel. Ich bin wirklich in der Postapokalypse, ich bin da wirklich unterwegs. Das sah man auch schon auf den ersten Blick, da musste man kein Spielexperte für sein. Und nachher hatte ich das Spiel dann das erste Mal mir angucken können bei dem Publisher bei Assemble in Wiesbaden. Ein paar Wochen, glaube ich, zwei Wochen bevor das Spiel angekündigt wurde, hatten die so ein kleines Treffen, hatten 5, 6 Journalisten und sogenannte Influencer eingeladen. Ich war als einziger da, der auch so ein längeres Gameplay-Video für YouTube dann gemacht hat, von Seiten der YouTube-Let's Player halt, auch Spielepreis hatte das auch gemacht. Und dann gab es das erste Video bei mir auf dem Kanal und ich habe mich auch total gefreut und fand das total klasse. Und dann den ersten Livestream haben wir gemacht bei den Entwicklern, bei Assemble mit dem Stefan Wirth zusammen, dem Studioleiter. Wir waren da vor Ort. Ich habe da eben nochmal reingeguckt und habe nochmal gesehen, wie ich da mit leuchtenden Augen neben ihm saß bei deren Livestream-Premiere, wo die das Spiel das erste Mal gezeigt hatten. Und das war so klasse. Das war halt eine Zeit, bevor Corona noch nicht zugeschlagen hat. Wir konnten wirklich ohne Masken da sitzen und konnten mit euch zusammen auf Twitch diskutieren über das Spiel. Ihr konntet Live-Fragen stellen. Eine Sache, die wir ganz oft danach noch gemacht haben. Ich habe so einen langen Zeitraum das Spiel begleitet, quasi von ganz, ganz früh bis jetzt zum Release. Und es ist mir echt ans Herz gewachsen. Es ist mir echt eine Freude, dass ich jetzt auch dabei bin am Release-Tag, beim Restream. Das bedeutet mir auch was. Und ich freue mich auch total darüber, dass ein sympathisches Studio und ein sympathischer Entwickler, die haben ja auch ein schönes Betriebsklima vor Ort, wenn man das mitbekommt, eingeht, wie die miteinander umgehen. Die arbeiten viel mit Generalisten, also wenig mit Fachidioten, sondern jeder darf irgendwo so ein bisschen was machen und darf sich auch so ein bisschen skillen in Bereichen, wo er noch nicht so fit ist, er oder sie. Und das so mitzuerleben, wie aus so einem leicht anarchisch anmutenden Durcheinander vor Ort dann ein hübsches Spiel entsteht, das fand ich cool. Das fand ich sehr, sehr schön, das alles mitzuerleben. Ist auch ein sehr herzliches Verhältnis mit denen. Wir haben in ein paar Tagen nochmal die Entwickler zu Gast hier, den Stefan. Stefan Wirth beim übernächsten Stream, beim nächsten Morgen haben wir den Maurice mit dabei, der beim ersten Mal auch dabei war und immer guter Kontakt mit denen. Wie machen wir weiter? Live auf Twitch, viele Leute da, freut mich sehr. Und an meiner Seite ist als Stimme im Hintergrund, als die, die auf den Chat aufpasst, die Bianca dabei, Lady B, hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Wie immer, bei diesen Streams, oben in der Ecke steht das Wörtchen Werbevideo, weil das hier unterstützt wird finanziell vom Publisher, der Stream. Danke dafür auch nochmal. Keine Selbstverständlichkeit, danke. Wir machen gleich mal weiter. Ich gebe das Spieltempo rein. Wir sind am Ende einer Dürre. Wir haben das Spiel gestartet mit der Version vor dem Release, mit der Early Access Version, und da gab es noch nicht mehrere neue Spielfeatures, die mittlerweile eingeführt worden sind zum Release. Das Wichtigste, was neu eingeführt worden ist, sind die Raider oder Raiders. Das sind Plünderer, Banditen, die uns überfallen können, in der Regel so ab Runde 30. Beim Start eines alten Savegames wird man gefragt, willst du das jetzt nachträglich aktivieren? Ich habe diesmal auf Nein geklickt, weil wir beim Bau der Siedlung nicht darauf geachtet haben, ob wir gut Engstellen haben und uns schützen können gegen die Leute, die uns überfallen. Aber ich habe ein Savegame mir geben lassen von den Entwicklern, wo man ganz gut sehen kann, mit einer fortgeschrittenen Siedlung, wie das funktioniert, so ein Überfall.
Das heißt, man sollte vorher, bevor die kommen, wie gesagt, so ab Runde 30 etwa einen Expeditionsposten haben, irgendwo hingehen und dann so Konzepte finden, wie man sich schützen kann, die dann erforschen, die dann auch alles bauen. Man kann Barrikaden setzen an Engstellen, dadurch werden die ein bisschen ausgebremst, wenn die Plünderer kommen. Davon kommt, gibt es 5 Arten von Plünderern. Ich kann euch die auch mal kurz zeigen, wie die aussehen. Schaut mal, so sehen die aus, die 5. Das sind 5 verschiedene mit ihren Banden. Die haben alle verschiedene Schwerpunkte, je nachdem, mit wem man ja gerade zu tun hat. Das ist ein Screenshot bei mir aus dem Forum, community.writingbull.de, wo der Maurice, der auch bei Assemble mitmacht, ein Thread pflegt zu End the Zone, World Apart. Und der hat uns gerade ganz viele Infos auch reingepostet zum List. Ganz lieben Dank nochmal dafür. Der hält uns immer auf dem Laufenden, das ist echt sehr, sehr cool. Und man kann dann halt diese Engstellen bauen auf der Karte mit Barrikaden, die man dann erforscht und platziert. Oder man kann Türme setzen, die man mit Munition bestücken können. Wahlweise entweder mit Gummigeschossen oder mit Metallgeschossen. Und man kann Schalltürme bauen. Die haben alle einen Radius. Es gibt 2 Werte bei den Plünderern. Das eine ist die physische Gesundheit und das andere ist die psychische Gesundheit, sprich die Moral. Wenn einer dieser beiden Werte, während die einen angreifen, auf 0 sagt, brechen die ab und flüchten. Eine der beiden Möglichkeiten gibt es. Die Schalltürme, die machen den Moralwert runter. Die Geschosswachttürme, wenn die Gummigeschosse haben, reduzieren die auch den Moralwert. Wenn die dagegen die Metallgeschosse haben, reduzieren die den physischen Wert. Das ist so in etwa das Konzept. Und die Barrikaden bremsen einen aus. Und wenn man eine Ecke der Siedlung gut geschützt hat, dann kann es passieren. Allerdings sind nicht ganz doof, dass sie stattdessen einen anderen Teil angreifen, der ungeschützt ist. Deshalb so ein bisschen strategisch geschickt sich überlegen, früh im Spiel, wie setze ich die wohin? Die Gebäude, wo sind Engstellen, das wäre nicht ganz falsch. Darauf habe ich bei der Platzierung der Stadt hier nicht geachtet. Deshalb haben wir das jetzt hier erstmal nicht aktiviert. Aber das ist nicht schlimm. Ich reiche euch das nach. Dann können wir uns das zusammen anschauen. Dann gibt es viele neue Kleinigkeiten im Spiel. Durch das letzte Update, neue Gebäude. Am Interface hat sich einiges verändert. Die eine oder andere Sache werden Kenner von euch gleich sicher entdecken. Und die Entwickler haben bereits angekündigt, das ist für euch auch nicht ganz neu, weil das klang schon an bei mehreren Streams, die wir hatten. Das nächste große Inhaltssprung bei End the Zone World Apart wird sein, ein richtiges Add-on. So ein altes, klassisches, altmodisches Add-on. Nichts mit DLC-Pass und was weiß ich, Season-Pass und 1000 Kleinigkeiten, die kommen, sondern so stinknormales altmodisch, so wie man das von früher kennt, so vor dem Krieg, halt ein richtiges Add-on. Finde ich auch cool. Gefällt mir. Finde ich sehr schön. Finde ich klasse. So. Und dann machen wir mal weiter. Hier läuft alles durch. Die Saison ist gleich vorbei. Wasser geht hier rein. In Kürze. Ich mache ihn ein bisschen kleiner. Und wir können wieder anfangen, die Wasserträger hier oben hinzuschicken. Dann können die Wasser wieder ausbuddeln. Brunnenwachte laufen die ganze Zeit. Und Fischzucht können wir auch machen. Das ist mittlerweile fertig hier, die Fischerhütte. Die hatten wir eben als letztes eingestellt. Dann schicken wir ein paar Fischer dorthin. Förster, Holz wird gesammelt. Schrottsammler 2, Sondierer 4. Schneider 2, Köhler sind 2. Kohle ist da, ein Köhler weniger. Und stattdessen gehen wir bei den Fischern nochmal voll, damit wir das Nahrungslager wieder voll machen. Und wir haben 4 Wasserträger, das wird auf Dauer nicht reichen, aber wir haben relativ voll dort oben den Wasserspeicher. Jetzt haben wir keinen Siedler, das reduzieren wir gleich nochmal. Jetzt checken wir die Jäger, wo die sind. Was ist das da? Das ist die Försterhütte. Im Augenblick noch niemanden hat. Ah, die hat keine Ressourcen im Umkreis. Die hat alles weggemacht. Dann ändern wir mal das Arbeitsfeld. Und gehen ja da oben hin, dann ist die Sammlerhütte futsch. Das ist doof. Dann gehen wir hier unten hin. Gehen wir hier unten hin und hacken das erstmal einmal komplett ab.
Danach machen wir als nächstes ein Gebiet, das wir um und sammeln Vorräte und als nächstes gehen wir dann in den Aufforstenmodus und machen das hier so in der Ecke, dass wir uns hier einen Wald aufforsten und dann hingehen und dann weiterarbeiten. Aber eins dann am anderen. Erstmal um uns herum alles wegmachen. Hier haben wir schon alles abgehackt. So, wir brauchen ein paar Siedler mehr. Förstertechniker. Metalle, Stoffe, Plastik, Elektronik noch nicht erforscht. Dann können wir, glaube ich, bei den 4 Recyclern, die wir haben, ist einmal Stoff, einmal Metall, einmal Plastik, nochmal Metall. Metall für die Werkstoffe, Werkzeuge zwei zu haben, ist okay. Schrott haben wir sehr viel. Ich nehme mal einen. Haben wir irgendwo noch etwas im Bau? Nee, ne? Ein paar Siedler zu wenig drin. Techniker für die Werkzeuge sind da. Ich packe mal einen Techniker mehr rein. Und nehme dafür raus. Einen der beiden Metallarbeitskräfte. Ja, wir legen den hier legen wir leer. Den Recycler hier oben legen wir leer. Einmal die drei laufen für die drei Ressourcen. Die laufen dann so ein bisschen durch. Das muss uns erstmal reichen. Die nächste Dürre dauert lange. Ich nehme einen Fischer wieder raus. Wir gehen rein. Die Hirten sind weniger. Wo sind die Jäger unterwegs? Hier unten. Hier gibt es aber gar keine Tiere mehr. Das heißt, wir ändern das Arbeitsfeld hier. Hier sind kaum noch Tiere. Und suchen uns ein anderes. Hier hinten. Nee. Arbeitsfeld für eine Jagdhütte, da müssen die weit laufen. Das macht im Augenblick keinen Sinn. Dann lassen wir die Jäger weg. Wir lassen das Arbeitsfeld hier, weil hier tauchen immer wieder neue Tiere auf. Aber wir rufen die Jäger zurück. Das heißt, wir machen alle, weil die haben alle Tiere im Augenblick weggejagt, gehen wir mit den Jägern komplett runter, dann haben wir ein paar Siedler dazu bekommen. Das ist okay. Und so sollte es eigentlich ganz gut laufen. Dann können wir jetzt reingehen mit 5 Siedlern und dem Rest. Nahrung geht weiter runter. Das sollte so funktionieren. Sammler, Waldpflanzer hier oben. Hier wird gesammelt. Das ist die Sammlerhütte. Aber hier gibt es im Arbeitsbereich nichts mehr, wo die sammeln könnten. Das heißt, die müssten dann weit laufen. Dann lassen wir es erstmal weg, bis die nachgewachsen sind. Das heißt, wir können da auch mal rausgehen bei den Sammlern, nullen das, machen. Und jetzt haben wir schön viele Siedler, 4 Baumeister, 8 Fischer, 5 Siedler über. Jetzt haben wir alles gut verteilt. Das sollte funktionieren. Und jetzt bauen wir als nächstes eine Expeditionsstandort und wir bauen noch mehr Nahrung, können wir auch machen, und wir brauchen noch ein Forschungszentrum. All das. Da laufend Leute dazukommen, da die Nahrung mittlerweile sehr, sehr knapp ist. Schaut mal da oben, wenn wir als nächstes einmal einen Bauernhof hinsetzen. Gehen in die Gebäude rein, hier vorne hin. Und setzen ein Feld dahin, wo es schön fruchtbar ist. Das ist die Fruchtbarkeit. Das ist nass. Wo möglichst wenig Bodenstrahlung ist. Bei Bodenstrahlung haben wir aber im Augenblick Glück. Das sieht echt fein aus. Bodenfeuchtigkeit ist überall gut. Die Nahrungssachen werden gebracht hierhin in den Bus. Das sollte also nicht zu weit weg sein. Andererseits nimmt das richtig viel Platz weg. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das hier hinpacken. Hier an den Rand. Das
heißt, das sind weiter Industriegebiet hier, also beziehungsweise Produktionsstätten. Das oben unten ist die Stadt, die weiter wächst. Und dann machen wir hier an den Rand, machen wir mal ein paar Felder. Ja? Das sollte eigentlich klappen. Geht nur in einer bestimmten Größe. Die dürfen maximal lang sein, 16, und maximal breit sein, auch 16. 16 mal 16. Ich finde das immer ganz praktisch, wenn die schön groß sind, weil dann kann man die besser handeln. Das ist das Feld hier. Da wählen wir noch eine Saat. Zwei stehen zur Auswahl, Weizen und Zucchini. Weizen, Wachstumszeit eine Saison, maximaler Ertrag 512. Die würden 2,5 Saisons wachsen und mehr als doppelt so viel geben. Dann finde ich Zucchini eigentlich cooler, weil die Leute nicht so oft hin und her rennen müssen. Das ist einfacher. Da kann man die Leute einmal aussäen lassen und dann wieder retour. Wir machen die Zucchini. Die Saat wird gewählt. Dann brauchen wir dafür noch Leute, die dort auch bereit sind zu arbeiten. Das können sein bis zu 4. Die machen das jetzt. Es entsteht hier das erste Feld für uns. Dann würde ich gerne noch einen... Ja, jetzt ist die Frage. Wollen wir Expeditionsposten bauen oder wollen wir die Forschungsstation bauen? Beides hat... kann man begründen. Ich persönlich bin für... Ich diskutiere das mal mit stellvertretend für euch mit der Bianca, mit der Lady B, die ja auch das Spiel ganz gut kennt. Ich würde sagen, wir machen zuerst den Expeditionsposten, Bianca, weil die brauchen Zeit vom Expeditionsposten aus, um dann irgendwo hinzulaufen, Dinge zu entdecken, vielleicht wieder zurück, wieder hinzulaufen. Das dauert alles lange. Und die finden dann oft erst vor Ort nach einiger Zeit Dinge, die man dann in der Forschung benutzen kann, um die freizuschalten durch Forschung. Deshalb würde ich eigentlich den Expeditionsposten zuerst bauen. Wie siehst du das? Es klingt gut. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie das mit den Expeditionspaketen ist, ob man die so herstellen kann oder ob man dafür irgendwas freischalten muss, weil je mehr du ja davon hast, desto mehr können die auch mitnehmen dann, wenn sie gute Expeditionen Frage. Sind. Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, wie das ist. An sich würde ich es aber, glaube ich, auch so rum machen. Dann fragen wir gleich mal in den Chat. Da sind doch einige Endzone-Experten, die schon mehrfach überlebt haben und immer wieder noch da sind. Stimmt das? Je mehr, also sollte man erst erforschen, dass man den Proviant mitgeben kann, oder soll man die erstmal losschicken, damit die tolle Pläne finden für Dinge, die man dann erforschen soll? Was ist logischer? Was zuerst? In welcher Reihenfolge? Was meint ihr? Was meint ihr? DJ, danke fürs Abo verschenken an den Leutnant Schrippe. Danke, Michael. Habt ihr Lady B nicht gehört? Doch. Da kommen keine vernünftigen Vorschläge, dann machen wir das selber. Dann machen wir zuerst einen Expeditionsposten. Der findet sich... bam, 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 bam. Aufträge? Nee. Also, Expeditionsposten. Schickt der Forscher los, um Ressourcen und besondere Gegenstände zu sammeln. Das ist die Forschungsstation. Damit können wir allgemein Forschungspunkte generieren. Und damit fangen wir dann hier an. Strom hilft in beiden Fällen. Da ist uns egal, wo man den hinbaut, von wegen Attraktivität. Gehen hier einmal rein. Der Expeditionscamp produziert den Proviant, meint Kittekati. Danke dir. Und jetzt setzen wir den... an den Rand. Der nimmt viel Platz weg. Der stört, macht nicht die Attraktivität kaputt.
Und kann eigentlich, der sollte eigentlich dahin, dass man Richtung Karte Mitte irgendwie läuft. Wobei, das ist schon die Karte Mitte, wenn ihr in die Minimap reinschaut. Insofern ist es eigentlich Schnuppe. Der muss nicht in der Nähe des Lagers stehen, nicht wirklich. Ich denke, die Leute, die auf Expedition gehen, können sich die Dinger, die sie brauchen, den Proviant auch von dort abholen. Das heißt, wir können ihn irgendwo an den Rand setzen. Das zentrale Lager, das wir gebaut haben, hier, das ist hier. Also wir könnten den hier unten hinsetzen, dann wird es aber eng. Hier an den Rand, hier oben vielleicht hin, vielleicht noch hinter die Felder sogar. Oder vor die Felder oder hier so an den Rand. Hier vorne könnten wir allerdings nachher noch viele Häuser bauen. Ich setze ihn mal hier hin. Das ist mir zu dicht am Lager. Hier hinten hin irgendwo. Das könnte man machen. Und dafür gehe ich aber erstmal in den Blaupausenmodus rein und platziere mal ein paar andere Sachen daneben, damit wir ein Gefühl bekommen für den Grid und was wir sonst noch alles haben. Das heißt, wir gehen nochmal rein in ein Ressourcengebäude und setzen schon mal zum Beispiel noch ein paar Werkstätten in den Blaupausenmodus rein. Das war Shift, war das, glaube ich. Shift-Taste war das, ne? Oh Gott, ich habe es doch gerade nachgeguckt. War das die Shift-Taste? Gebäude drehen, Benutzeroberfläche, bla bla bla, bla bla bla, 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 bla. Planungsmodus J. Da kann ich ja lange auf die Shift-Taste drücken. Das hier ist also der Planungsmodus. Ja, so ist er aus, so ist er an. Aus, an. Man kann es auch rechts an den blauen, so, ach, das ist ja simpel, das ist ja cool. Dann setzen wir hier ein paar Werkstätten dazwischen. Weil die müssen hier in der Nähe ja auch sein. Und platzieren die so, dass wir einfach wissen, da kann man die hinsetzen. Und dann setzen wir dahinter jetzt den Expeditionsposten hin. Ich habe ja gerade begründet, warum wir den da hinten setzen. Dann kommt, passt der hier hin. Da könnte hier unten noch ein Feld daneben entstehen. Kann man die Felder auch so setzen? Mit der Blaupause? Ich glaube nicht. Doch, das ist ja cool. Das gefällt mir. Hoppla. Mal 16. Das, dann machen wir das so, dann setzen wir das wieder eins. Kann man das aufheben? Nee, ne? Hier kann man nicht einfach wegmachen. Oder verschieben. Aufbau abbrechen. Abbrechen. Dann gehen wir oben wieder hin. Dann setzen wir erstmal das hier unten, das Feld. Ah, sieht man mal, dass es oben aber schief ist. Wir setzen es zwar weiter nach unten. Das heißt, wir setzen es hier hin. Da kann man oben noch die Werkstatt dazwischen setzen, oder? 1, 2, 3, 4, 5 Felder. 5 brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Sonst sind es 6. Aber so. So passt es. Das sind 16. Das sind 16. Ein Feld gesetzt. Damit Weizen, damit es anders ist. Aber da machen wir erstmal die Bauern weg. Dass ja keiner arbeitet. Dann geht es erstmal hier rüber. Jetzt können wir hier oben in die Technologien rein, pardon, in die Ressourcen reingehen, setzen eine Werkstatt dahinter. Perfekt, so klappt's.
hier hin. Sehr schön. Und jetzt können wir dahinter wiederum bei der Technologie den Expeditionsposten hier hinsetzen. Das gefällt mir. Das sieht vernünftig aus. Jetzt brauchen wir noch Straßen, wobei den vielleicht eins nach rechts noch wegen Straßen, oder? Hier setzen wir eine Straße rein noch. Weg. Das ist die Straße, die hier hochgeht. Und ihn setzen wir noch eins nach oben hin. Damit man hier eventuell... Nee, kommt da noch eine Straße hin? Kann gut sein. Das lasst immer mal weg und dann geht es noch eins weiter hoch. So war es, glaube ich, ne? Platziert worden ist, deshalb geht das nicht. Hier so rein. So. Das sollte klappen. Wenn man da Platz dafür. Und das ist das nächste Gebäude, das heißt, das hat Priorität. Als nächstes bauen. Jetzt gucken wir mal rein in die Leute. Wir haben drei Baumeister. Ich glaube, da reichen sogar zwei. Lieber mehr Siedler, die die Sachen dorthin schleppen und woanders immer hin und her bringen. Das müssten wir eigentlich alles haben. Das müsste... WB Puzzle Master meint ein gewisser Videogame Mystery. Ja, könnte sein. Liebe Grüße an Captain Kid. Ich habe sie eben schon aus dem Augenwinkel gesehen, aber ich wollte mich nicht selber rausreißen aus der Konzentration. Zumindest der vorgetäuschten. Danke an Captain Kid. 10. Mal schon abonniert. Captain Kid, hol ihn dir den Schatz, hol ihn dir. Schönen Abend auch an dich. Was meinst du, Bianca? Die Expedition ist zu weit weg von was? Ich glaube, du hast die jetzt eins weiter nach links gesetzt, dass da jetzt eine Lücke dann zwischen den... Zwischen dem Feld. Irgendwann später entstehenden... Das war Absicht. Weil ich wollte hier... Nee, noch nicht zwischen dem Feld und dem, sondern in Richtung der Werkstätten. Zu weit weg du von den Werkstätten. Noch ein weiter weggesetzt hast von da. Ich lasse es jetzt mal. Besser, also eins zu dicht wäre doof, eins weiter weg ist okay. Du kannst die Gebäude aber auch drehen und diese grünen Bereiche übereinander legen. Da musst du nicht einzelne Straßen bauen. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal, ich kann... Du kannst die Gebäude auch drehen und die grünen Bereiche, also die Straßenfelder, die um die Gebäude herum sind, auch übereinander legen. Du Im Chat wird gesagt, Straße. Sag mal, veräppeln die dich oder hören die dich wirklich nicht? Ich weiß es nicht. Hört ihr die Bianca oder hört ihr sie nicht? Das haben mehrere Leute schon mal. Ist das ein Gag? Ja, René, ja, komm, die veräppeln dich nur. Du musst mir, dann erklärst du mir nochmal. Und René, du bist ja selber als Chatmod unterwegs im Chat. Schnapp dir die mal, die Ärmsten, die die arme Bianca und mich aus der Konzentration bringen. Die sollen alle ja irgendwo eingeteilt, schick die mal in die Minen, ja? Ab in die Minen mit denen. Okay. Leise, soll ich sie lauter machen? Gott, ich muss dich lauter machen, Bianca. So, jetzt ist Bianca lauter. Es könnte auch sein, dass Steffi mich einfach lauter gewöhnt ist. Das könnte sein. Aber jetzt ist alles okay. Der Bau ist nicht aktiviert. Wieso denn nicht? Aber ich hatte doch gesagt, als nächstes bauen... Habe ich den nicht gebaut? Wo denn? Der
pausiert. Und wie mache ich das Pausierungszeichen weg? Es könnte sein, dass die Arbeiter gerade noch irgendwo anders einfach unterwegs sind, weil es sind ja 0 von 5 Arbeitskräften an dieser Baustelle. Also ich denke mir, das sollte okay sein, weil pausieren hat man oft. Ich habe ja geklickt auf als nächstes bauen. Der Bau ist nicht abgebrochen. Oben das Rädchen anklicken. Oben ein Rädchen anklicken. Oben beim Gebäude ein Rädchen anklicken oder rechts oder was? Das Spiel ist auf Pause, ja. Jetzt klick mal auf das Zahnrad. Siehst du ein Zahnrad, Bianca? Ja, die meinen das durchgestrichene Zahnrad. Du hast das Gebäude ja angeklickt und oben bei dem Bildchen links daneben, genau. Okay. Ach ja. Guter Hinweis im Chat. Ja. Genau, wenn du das anklickst, kannst du zum Beispiel die Jäger oder Sammler auch automatisch deaktivieren. Dann ist das komplette Gebäude deaktiviert. Dann musst du die Jäger nicht einzeln abziehen. Und dann würden die Jäger vermutlich zu Siedlern werden, ne? Komm, das testen wir mal mit irgendwas anderem. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist das Gebäude dann deaktiviert. Ich mach mal das Gebäude weg. Deaktiviere das Gebäude mal. Gib einen Jäger dazu. Der Jäger hat da nichts zu tun. Mach's an. Mach den Jäger wieder. Deaktiviere das. Ja, die Jäger bleiben im Beruf. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn man mehrere Gebäude desselben Typs hat. Ich glaube, das macht so keinen Sinn. Vermute ich mal. So, es läuft doch alles. Nahrung ist sehr knapp. Aber die Leute machen überall etwas. Fischer haben wir immer in 8 drin. Nahrung wird geschleppt. Da sollte demnächst wieder alles kommen. Wie sieht's aus bei den Weiden? Hirten 4, 6. Die Jagd hatte pausiert. Jetzt ist sie an. Aber ohne Leute halt, die drin arbeiten. Das ist der Schrottplatz. Der hat keinen Schrott im Augenblick. Der kann er ja lange suchen. Das ist doof. Jetzt haben wir ein echtes Problem. Weit und breit. Hier hinten. Hier geht's hin. Da ist noch Schrott. Wir müssen ein Stückchen rennen, aber es ist machbar. Das ist eventuell kürzer. Das ist weiter. Wir könnten auch einen neuen Schrottplatz bauen. Irgendwo weiter oben. Dann machen wir es mal so. Das Feld hier wird bepflanzt. So ist es gut. Blick in die Überschrift, in die Übersicht. Die Jäger tun im Augenblick nichts, Sammler tun im Augenblick nichts, Nahrungsreserven steigen allmählich, Bauern sind voll da. Wasserträger, Brunnen, alles okay. Baumeister 2, Siedler 4. Geförstert wird hier unten. Alles wird genügend hergestellt. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Jetzt sind wir 13 Kinder. Es sind viele neue Kinder in die Welt gekommen. Da werden in Kürze gibt es 2 neue Erwachsene. Ist die Zuflucht. Da gibt es ja noch Plätze in der Zuflucht. Ja, für 5 Leute ist ja noch Platz. Das geht ja. Alles gut. Also es läuft da alles fein. Alles bestens. Wir könnten sogar noch ein paar Leute hier rein in das Anbaufeld noch dazu packen. Müssten wir woanders Leute rausschmeißen. Ich schmeiß mal einen Förster raus. Pack mal einen Bauern hier dazu. So, jetzt haben wir 8 Bauern, die hier unterwegs sind. Und hier wird Zucchini gepflanzt, hier wird Weizen gepflanzt. Ertrag, Bepflanzung 66%. Wurde ja schon gesät. Ist ja schon komplett gesät. Bepflanzung, ach nee, noch nicht. Die müssen noch ein bisschen weiter pflanzen. Und irgendwann ist das voll. Ich finde, dann geht das aber auch mit einem Bauern weniger. Denn die sind ja schon fast fertig. 6 Bauern. Dann sagen wir hier, 2 Leute arbeiten und hier 4. Hier Leute, ja, so ist gut.
Ihr könnt bis zu 4 arbeiten, hier ein paar weniger, alles läuft. Alles fein, es klappt. Wir kriegen es hin. Die Nahrung wird gleich auch wieder steigen. Katastrophen wird im Augenblick keiner angezeigt. Wie geht es in unserem Expeditionsposten? So langsam wird gebaut. Mit den beiden Baumeistern. 4 Siedler, Wasser ist da. Im Augenblick bin ich zufrieden. Obwohl irgendwelche obszönen Meldungen reinkommen, werden angeblich zu wenig zu futtern. Aber ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, wir kriegen das hin. Hier wird Weizen gepflanzt. Hier die Zucchini. Alles gut. Es läuft. Es läuft. Ach komm, alles fein. Ich beschließe, alles ist fein. Wer was anderes sagt, ich beschließe einfach, alles ist gut.